jedes Mal. Ich muss jedes Mal das Ganze immer. Ja, weißt du, jetzt ist der Fürst Wilhelm nicht da. Ich muss den ganzen Scheiß immer machen. Das interessiert die gar nicht, ob ich dann überhaupt, ob ich da Bock habe. Hier ist mal, fahr mal zum Baustoffhändler, hol das mal. Anstatt die sich mal selber in so einen LKW reinsetzt, weißt du, und ihre Scheiße selber macht. Das verstehe ich. Warte mal, muss ich denn immer hier? Muss ich das machen. Ich verstehe das einfach. Und jetzt dreht die ja völlig am Rand. Da hinten rennt sie rum, guck dir an. Jedes Mal kommt jetzt kommt ja natürlich der lokale Fernsehsender, der sich über eine Baufirma hier und ich dreht die am Rad dahin, ob alle die Klamotten gerade stehen. So, das ist nicht zum Fassen. Ne? Ich glaube genau das einfach nicht. So. Ey, das ist so zum Heulen. Ne? Aber ist egal, ich gehe da jetzt mal hin und gucke mal, was da los ist. Und hier, guck dir mal an, anstatt die Klamotten hier mal voll sind, ne, hier mit Sand und Kies und so was, also was man ja für einen Bau braucht, das macht die gar nicht. Da hat die gar keinen Bock drauf. Aber wir müssen jetzt leise reden, weil dann merkst du uns nicht. Ich gehe mal zu der hin. Dann gucken wir mal hier. Ah, oh, sehr schön. Also, Chefin? Hallo Chefin. Ja, hallo Don. Ja, ich wollte nur sagen, also ich hab das nicht gefunden, was Sie da gesagt haben. Bitte? Ja, ich habe es nicht gefunden. Sie wollten, ich habe Ihnen doch klare Anweisungen gegeben. Ja, Sie oder? Haben mir gesagt, ich soll den Hammer mit der verstellbaren Wucht holen, aber der ist nicht da. Ja. Warum ist der nicht da? Haben Sie den fragen Sie sich mal vernünftig gucken, ich könnte Ihnen ja jetzt mal was zeigen. Kommen Sie mal her, ich zeige Ihnen mal was. Ne? Gucken, haben Sie, ist Ihnen schon mal was aufgefallen so nebenbei? Ich meine, ja, okay, gut. Ich meine, fehlt ja wieder einer, der nicht da ist. Ne? Fehlt natürlich jemand, ne, von wegen der. Haben Sie mir was mitzuteilen? Ja, na sicher, der Fürst Wilhelm ist nicht da. Gucken Sie mal. Was fällt Ihnen hier auf, wenn Sie hier reingucken, in die drei Bunker? Was fällt Ihnen da auf? Die sind leer. Ah! Warum sind die leer? Ich habe zwei Aufträge angenommen. Ja, warum sind die leer? Weil sie sich um den, entschuldigen Sie, ich muss das jetzt mal so direkt sagen, um diesen Scheiß hier kümmern, ne, oder kommt ja der Fernsehsender, tralalalalalala, ne, ob hier alles gerade steht und sowas, also anstatt die Bunker hier voll zu machen, mit Sand, Kies und sowas alles. Nein. Muss ich wahrscheinlich wieder fahren, ne? Ich würde sagen, ja. Ich hab's geahnt. Sie haben doch auch einen gültigen Führerschein, oder haben Sie keinen? Entschuldigen Sie bitte, ja, Herr Hoxton. Macht nichts. Chefin, wer trägt die gelbe Weste? Ja, ich hab's verstanden. Ja, Sie haben ja recht. Sie haben ja vollkommen recht. Enze? Welchen Auftrag haben wir denn? Ja, wir fahren jetzt zum Kiemswerk. Ja. Machen einen Containertransport. Den machen wir einfach mal jetzt. Okay, dann haben Sie schon. Und wer fährt? Ja, Sie. Ich? Ja. Sie fahren. Und den Sie fahren mit. Container vom Bahnhof in der Stadt. Und Sie fahren mit? Fahren wir. Fahren mit. Ach, okay. War ja wieder klar, dass ich wieder fahren muss. Also, ja, ich guck mir das mal an. Was? Ja, 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 natürlich Sie, gucken Sie sich das. Ob Sie meine Nummer 1 werden oder ob nur die Nummer 2. Ne? Ja, Sie wissen schon, wer dann Nummer 1 wird. Ne? Mhm. Kommen Sie rein hier ins Auto. Ja, okay. Das ist so. Guck Sie hier genau an. Ich sehe genau, was ja, Sie ja, ja, es ist mir schon klar, dass Sie genau auch Schulter und so weiter. Ich beobachte Sie. Wir müssen zum Bahnhof, ne? War richtig, ne? Ja, genau. Ich hab Ihnen das hier auf der Karte. Wo fahren Sie denn jetzt lang? Ich fahr zum Bahnhof. Ach so. Oh, passen Sie auf die Fußgänger auf, bitte. So, rechts ist frei. Ist frei? Ja, rechts ist frei. Vorsicht, hier ist Vorfahrt gewähren. Ja, mach mal den Blinker an. Blinker ist an, ja, ich wollte es nur sagen. Ne? Kommt da was? Muss man nicht kurz. Okay, das ist alles frei. Okay, fahr mal um. Lassen Sie auch da vorne. Ja, der kann doch warten. Ich hab doch einen LKW. Also, eins muss ich ja sagen, ne, man wäre nicht schlecht, wenn man mal die Fahrzeuge auch mal ein bisschen warten würde. Ne? Entschuldigen Sie bitte? Ja, ja, Sie das haben Sie ja wohl letzte Woche unserem Fürsten gesagt, oder nicht? Ja, was kann ich denn dafür, wenn er das nicht macht? Wie, wenn er das nicht macht? Ja, Sie haben ihn doch auf den Lehrgang geschickt, ich doch nicht. Moment, ich habe ihm gesagt, er soll erst auf den Lehrgang gehen, wenn er das erledigt hat. Mhm. Ich denke, ich soll zum Bahnhof, ich denke, hier ist ein Container. Gucken Sie doch mal auf Ihrer grünen... Ich fahre ja schon. Ja, fahren Sie mal. Ach, hier musst du zum Kieswerk, haben Sie gesagt, ne? Ja, habe ich gesagt. Oder bin ich falsch gefahren, Entschuldigung. Okay. Haben Sie das Licht eingeschaltet? Ups. Das war die Hupe, hören Sie mal. Ja. Er liegt, wo ist denn das? Ich weiß es gar nicht. Ich würde sagen, wenn Sie sagen L, Licht. L ist das?
Weiß nicht. Nö. Die müssen das doch wissen. Ich fahre ja nicht selber die LKWs, dafür habe ich sie ja. Also ich habe kein L gefunden gerade. Ja, wir sind doch schon wieder draußen. Jetzt brauchen wir auch kein Licht mehr. Okay, wenn Sie das sagen. Ich hab die Gelbweste an. Ja, ja, Sie sind ja die Gelbweste. Oh. Also froh, dass die Sheriffs jetzt hier nicht stehen. Die stehen hier normalerweise hinter dem Schild. Jede Woche. Was jetzt blöde los? Kuh! So. Ach so, wieder. Haben Sie das gesehen, wie die gefahren ist? Ja. Oh. Gott. Halt einen Haar aus dem... Oh nein, nein. Wir passen auf die Begrenzungspfosten auf. Sagen Sie mal, Herr Hoxton. Ja. Haben Sie heute Morgen schon Frühstück? Ja. Flüssiges Frühstück oder? Nur drei Körnchen, ne? Oh mein Gott. Ist das falsch? Das ist bei Ihnen immer so, auch wenn Sie mit dem Fürsten zusammen frühstücken. Ja, sicher. Dann verstehe ich jetzt einiges. Ja, vor allem, meistens fährt er ja, ne? Bitte? Was, wie viele Körnchen ich mal in der Fürst so? Das möchte ich jetzt nicht sagen. Herr Hoxton, ich habe Ihnen eine Frage gestellt und ich erwarte... Ich weiß nicht, ich höre, ich habe auf dem einen Ohr habe ich so ein kleines... Warum fährt der nicht? Ich weiß nicht, weil Sie mir erstmal diese Frage beantworten sollen. Ich habe keine Ahnung. Sie können mir also nicht sagen, wie viele Körnchen der Herr Wilhelm morgens beim Frühstück zu sich nimmt? Nein. Kann ich nicht. Sind Sie hier, dass hier das Kieswerk ist? Ich glaube, hier ist der Bahnhof. Ich habe Ihnen doch extra die Fahrt auf Ihrem Navigation. Ja, aber wo, überlegen Sie mal, wo Sie mich hier hinschicken. Ja, ich war hier auch noch nicht. Ich habe den Auftrag angenommen und wir gucken mal. Sind Sie wieder ein bisschen, ne? Brauchen Sie wieder Kohle oder was, ne? So ein bisschen. Ja, bieg ich mal hier ab. Sie möchten doch auch was verdienen. Sie möchten doch auch Ihre hungrigen Mäuler zu Hause stopfen, oder? So, und jetzt? Guck mal, hier steht er doch irgendwo, oder? Ich sehe keinen. Ich fahr mal doch, auf das Gelände. Ah, da hinten steht er, ich sehe ihn. Dann zeigen Sie mal, was Sie alles bei mir gelernt haben. Ja, passen Sie auf jetzt. Der ist voll! Oh, ich muss mal ihn bremsen. Ja. Ja. So, passen Sie auf jetzt. Jetzt kommt's nämlich. Ich muss da ja ranfahren, ne? Verstehen Sie? Das gucken wir uns mal von außen am besten an. Oh mein Gott, was kommt jetzt? Wie macht man denn die Rundumleuchten überhaupt an? Ja, das ist eine gute Frage. Da musste ich jetzt suchen. Ich weiß, dass das eine gute Frage ist. Aber Sie sind doch der Fahrzeugführer. Das heißt doch nichts. Doch, doch. Der muss immer sein Fahrzeug im Griff haben. Ja, aber Sie wissen ganz genau, dass ich das Fahrzeug kaum fahre, ne? Das wissen Sie, ne? Oh. Moment. Ich glaube, ich muss dann auf Frühstück, ne? Oh. Oh mein Gott. Okay. Moment. So, ich mach mal eben. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Entschuldigung. So, ich fahr mal eben ran, ja? Und denken Sie an, dass Sie die Stützen noch hochfahren müssen, ein bisschen, ne? Ich hab die Stützen gar nicht rausgehabt, fällt mir gerade auf. Ach, kann ja was gehen. Gucken okay. Sie mal, wie der Container jetzt da drauf steht. Der steht halb raus, so können wir den nicht sichern. Wir müssen die Stützen ein bisschen höher fahren. Ein bisschen mehr nach innen fahren, bitte. Wie mache ich das denn? Ja. Genau mit derselben Steuerung, wo die Füße reinholen, nur nach oben und nach unten. Das finde ich nicht. Anderen, den anderen da. Nach rechts, genau. Sehen Sie? Und jetzt runter, genau. Da muss er hin. Nee. Das macht er nicht. Oh nein! Oh, warten Sie mal. Ich habe da irgendwie Probleme gerade. Moment. Also wenn Sie beim nächsten Mal nicht den Korn morgens wegnehmen. Oh, irgendwas. Irgendwas läuft hier falsch, glaube ich. Das glaube ich allerdings auch. Oh nee!
Oh Gott. Ich merke schon, Nummer 2 werden sie dann doch wohl lieber sein. Ne? Ja, ja. Also, sie müssen doch immer so ausländische Fahrzeuge holen. Moment. Dieser Wagen hat sich preislich wie stabilitätsmäßig durchgesetzt. So, zufrieden? Ja, so kann man es vielleicht lassen. So, und wo müssen wir jetzt hin? Ja, wir müssen jetzt... Genau, wo müssen wir jetzt eigentlich hin? Ja, Sie haben den Auftrag angenommen, nicht ich. Okay. Aber irgendwas ist noch nicht fertig. Haben Sie die Ladung schon gesichert? Muss ich wieder aussteigen dafür? So, das mal. Ja, aber die ist doch gesichert schon. Moment, ich kann ja mal gucken, aber ich glaube, die ist gesichert. Ich kann hier nichts machen. Vielleicht kann ich dann den Sicherungshebel oder so. Schauen Sie mal bitte nach. Ich gucke mal in der Betriebsanleitung. Also der Betriebsanleitung soll ich nachschauen? Ja, Sie sitzen noch einmal. Sie sind doch Beifahrer, oder? Nicht nur hier sitzen und Kaffee trinken. Nein, aber ich wollte gerade bei dem Auftrag noch mal nachschauen. Das wäre nicht, wär nicht schlecht. Aber... Das ist ja Schutt, was wir da haben, ne? Richtig. Das ist ein Containertransport und zwar vom Bahnhof in der Stadt in dem markierten Bereich zum Kieswerk. Also da müssen Kieswerk. Da müssen Sie jetzt das Kieswerk, müssen Sie mir jetzt da. Ja, eigentlich schon, aber irgendwie... Auf Karte. Nicht so weit, aber fahren Sie mal raus, vielleicht kommt das dann. Hier ist aber noch nicht. Oder gibt es das dann nicht mehr? Ich will jetzt den Weg alleine finden hier. Moment. Zum Kieswerk, aber da kann ich ja nur den Kieswerk. Wo ist denn das Kieswerk? Ja, auf der Karte. Map kann ich nicht aufmachen. Da warten wir mal, wo ist das Kieswerk? In Fuchsberg. Ach, da müssen wir ganz rau und wieder nach Wolfsheim. Dann fahren wir mal. Können wir jetzt einfach geradeaus fahren? Ja, wir fahren geradeaus und die nächste rechts, dann wieder links. Ja, dann müssen wir eigentlich von der Hauptstraße auch runterkommen. Wir fahren jetzt mal hier rechts dann gleich. Ja. Okay. Die nächste rechts. Ist doch noch grün, ne? Ja. Jetzt nicht mehr. Aber ich muss mal eben kurz was machen, weil der LKW, der ist viel zu laut. Ja. Ich muss mal eben die Gesamtlautstärke ein bisschen... So. Aber jetzt krabbeln sie nicht am Auspuff ungefähr. Ja, so, es ist grün. Haben sie einen Blinker gesetzt? Oh, Entschuldigung, haben sie gewusst. Geradeaus weiter? Dann hatte ich gesagt links, oder? Links? Ja, hab ich gesagt links. Okay, dann fahre ich jetzt links. Ich habe auch den Blinker gesetzt, jetzt, Chefin. Das ist sehr schön. Wunderbar. Und die nächste fahren wir dann wieder rechts. Jawohl. Nächste rechts. Bitte da. Blink habe ich auch gesetzt. Sehr schön. Ist sogar grün jetzt wieder, ne? Mhm. Gucken Sie, ein schönes Firmengelände. Ist das nicht der Händler hier? Nee, das ist der andere Händler. Und da fahren wir auch gleich wieder rechts. Jetzt wieder rechts? Ja, genau. Jetzt fahren wir wieder rechts. Zweifeln Sie etwa meine Angaben? Ja, sicher. Kennen Sie meine Anweisungen? Nein, fahren? Aber wir könnten doch geradeaus fahren. Nein, ich fahre hier rechts. Bitte. Oh, gucken Sie mal, Mais. Und die nächste fahren wir links. Jawohl. Wie viel dürfen wir hier fahren? Was darf ich? Wie viel wir hier fahren dürfen? Ja, 100 oder was? Links, ne? Schon mal mit dem LKW 100 gefahren? Ja, bitte, da steht doch. Ja, natürlich. Kieswerk, steht doch. Ja. Also, sie sind ja echt clever, ne? Wenn ich sie nicht hätte, ne? Ja. Ich hab auch nicht viel Geld. Wenn ich sie nicht hätte, hätte ich einen anderen Chef. Das glaube ich nicht. Bei ihren Körnchenverbrauch. Da müssen sie sich schon einen guten Chef aussuchen, glauben Sie mir. Ja, da haben sie recht. Da muss ich zugeben. Ich glaube, sie machen sich gerade zu ihrer Nummer 1.
meiner Nummer 1. Ganz sicher? Ja, wenn jetzt nicht mehr groß viel passiert, bin ich davon überzeugt. Das sagen wir natürlich dem Herrn Wilhelm dann nicht. Ja, natürlich nicht. Oh, da, hier ist das Gießwerk. Das kommt jetzt, genau. Ich fahre ja mal rein vorsichtig, ne? Und stellen den Container hier rechts ab. Bitte auf den Platz. Wenn sie da wartet, schon der Mitarbeiter. Ich kann schon mal rausgehen. Okay, dann reden Sie mal mit dem. Ja, warten Sie, ich gehe einmal hin. Fragen Sie mal, ob das hier hinkommt. Ich mach schon mal die Warmlichtanlage an. Wird das hier abgestellt? Ja, Moment, er sagt, hier ist direkt auf dem Platz, können Sie folgende Container in der gelben Markierung abstellen. Wenn Sie Frischbeton brauchen, okay. Ja, bitte hier einmal abstellen. Ja, alles klar, mache ich. Ich hab die Warmlichtanlage an, Kevin. Ja, wunderbar. Wir machen das richtig. Normalerweise würde ich ja gern die Rundumleuchten anmachen, aber ich weiß nicht, wie es geht. Sie wissen nicht, wie Sie... Sie sind doch der Fahrzeugführer. Sie müssen doch wissen, wie Sie die Rundumleuchten anmachen können. Weil dann hätten Sie gesehen, dass es O ist. Oder 0. O oder 0? Dann ist es 0. Ja, auch nicht. Nee, krieg ich nicht an. Ah. Okay. Keine Ahnung. Naja, dafür sind wir ja auch nicht. Ich muss ja einsteigen. Entschuldigung. Ich stelle den Container mal hier so ab, ne? Ja, bitte. Guck mir das mal an von hier. Ja. So, warten Sie. Oh, wow, 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 wow. Das ist schon okay, das ist schon okay. Da müssen Sie keine Sorgen machen. Gucken Sie da an. Bombe oder Bombe? Aha. Perfekt. Ja, geschafft. Ja. Wir haben unser Geld bekommen. Ja, 3.500. Ja, 200 Euro Lohn ist Ihnen dann sicher. Für die Maluche? So. Naja. Ich glaube, wir steigen mal eben beide aus, ja? Ja. Gute Idee, wir steigen mal aus. Machen Sie den Motor mal aus, genau. Ja. Ja, das war gute Arbeit, Herr Ochsen. Ja, danke. Ich bedanke mich recht herzlich. Ja, Leute, ihr habt's gesehen. ja, die Rocklady und ich, wir versuchen uns mal außerhalb Division. Genau. Mal so ein bisschen zu akklimatisieren, würde ich mal sagen. Ja. Ja, und wir hoffen, dass der Fürst Wilhelm auch bald dabei ist. Genau. Und dann machen wir das Chaos hier mit 3 Personen, würde ich mal so sagen. Totale Chaos. Genau, also, ein kleiner Vorgucker für euch. Lasst einen Daumen nach oben da, wenn ihr mehr sehen wollt. Und ich würde mal sagen, ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal. Also, macht's gut, wir sehen uns. Tschüss! Ciao!